Hallo Leute, zum 28.07.2020. Ich war gerade vorhin duschen, lieg schon im Bett, es ist 20.05 Uhr. Heute war Sonja da, wir haben Nägel gemacht, geraucht, Kaffee getrunken, getratscht. Ich war heute nicht so müde, weil ich ausschlafen konnte. Hab bis 10:30 geschlafen. Bin auch jetzt nicht so müde. Es geht gerade so. Es war der wärmste Tag des Jahres bis jetzt mit 34 Grad bei uns. Und jetzt, wenn ihr es rauschen hört, es liegt nicht an der Leitung, sondern es schüttet in Strömen draußen. Ich habe das Fenster offen und runtergezogen, damit es nicht reinregnet. Mit Sonne war es recht schön. Wir hatten sehr viel Spaß und viel zu reden. Sie macht sich so einige Gedanken zur Familie und so. Aber darauf gehe ich nicht näher ein, das ist ihre Privatsache. Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen habe ich Mammographie und Ultraschall und Knochendichte-Messung. Muss wieder um 7 aufstehen. Oder 6:45. Ja, ich bin nicht begeistert, aber naja. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Gestern habe ich erzählt, was passiert ist. Die Untersuchung wurde nicht gemacht. Jetzt nehme ich wieder Antibiotika. Ich habe ziemliche Nierenschmerzen. Aber, ja, auch nichts Neues. Donnerstag soll es hoffentlich nicht regnen, weil ich um 11 Uhr bei Christoph bin. Das freue ich mich schon, weil jetzt fast 2 Wochen keine Psychotherapie ist, echt anstrengend. Und mir geht es mittelmäßig bis gut. Ich habe weniger Stimmungsschwankungen heute gehabt, nur irgendwie ein bisschen ein Abendknick, als Sonja ging, weil irgendwie fehlt mir dann die Ablenkung. Aber jetzt geht's wieder so halbwegs. Also waren wir nur eine draußen rauchen, weil es dann einfach zu heiß war. Und das Ozon ziemlich hoch. Also die Werte. Und ich habe ja eine Ozonallergie, das ist was ganz Seltenes. Und ich bekomme dann draußen keine Luft. Liegt nicht am Rauchen, das ist eine ganz andere Art von Luftnot. Wenn ich zu viel rauche, habe ich auch Luftnot, aber da habe ich nicht zu viel geraucht. Und die Luftnot war durchs Ozon. Und da merke ich schon einen Unterschied. Wenn man das mit der Ozonallergie nicht glaubt, das sollte es mal googeln. Es gibt wirklich. Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Irgendwie alle Tage gleich. Heute habe ich 3 Paletten von W7 bekommen. Die gefallen mir ganz gut, aber sind nicht so gut pigmentiert, aber es waren günstig und aufbauen kann man immer was. Die muss ich noch austesten, aber naja, morgen kommt auch was von Amazon und sonst war es das eigentlich für heute von mir.
Ich versuche jetzt immer meine Blogs relativ kurz zu halten, weil sowieso nur die ersten 3 Minuten angeguckt werden. Aber naja, zumindest die. Gute Nacht. Ciao. Eure Ines.